Pünktlich zum Tag der Frau hat uns der Südtiroler Landtag mehrheitlich einen Beschlussantrag genehmigt, der vorsieht, dass die Landesregierung noch in dieser Legislatur ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen vor sexuellen und gewalttätigen Übergriffen ausarbeiten soll. Wir Freiheitlichen sind seit jeher die Partei, die natürlich für Sicherheit steht. Denn wir sind der Meinung, dass es nicht angehen kann, dass aufgrund der unkontrollierten Massenzuwanderung und auch der völlig verfehlten Asylpolitik in Südtirol Frauen sich nicht mehr frei und sicher bewegen können. Es kann nicht angehen, aufgrund der verschiedenen Vorfälle, die es in letzter Zeit im Inland, aber auch im Ausland gegeben hat, die haben zu Verunsicherung beigetragen, auch hier bei der heimischen Bevölkerung. Massive Übergriffe, immer Frauen die Opfer, meistens Asylbewerber die Täter. Und dem entgegenzuwirken, muss man natürlich tätig werden. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die wir hier schon ausarbeiten können. Es wird derzeit ja schon ein freiheitlicher Vorschlag ausgearbeitet, den ich vor einiger Zeit eingebracht habe, nämlich das Heimwegtelefon, das in Graz beispielsweise eingesetzt wurde, bestens funktioniert, wo Frauen, die nachts alleine auf dem Weg sind, eine Nummer kostenlos anrufen können, die sie dann nach Hause begleiten, weil es statistisch und wissenschaftlich erwiesen ist, dass Frauen sich sicherer fühlen, wenn sie eben telefonierend unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen. Polizeipräsenz natürlich gerade hier in Bozen am Bahnhof, am Busbahnhof, ein Hotspot, die Bar Miami hinter uns, die kennen wir, wo von früh morgens bis spät abends Asylbewerber in Gruppen, in Massen, ja zum Teil feiern, trinken. Es sind täglich Schlägereien, täglich gibt es oder fast täglich gibt es Unruhe. Und es ist natürlich unfein, wenn man sich hier auch untertags, aber natürlich in den Abendstunden als Frau alleine bewegt. Und das würde schon beitragen, dass man so sensible Zonen einfach entschärft, dass man nicht so konzentrierte Hotspots ausgerechnet in jenen Orten hat, wo sich auch Frauen, die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden, dass man diese Hotspots hier eben entschärft. Das Thema Sicherheit wird uns noch lange begleiten. Ich bin froh, dass dieser Antrag durchgegangen ist. Es kann nicht angehen, dass im Jahr 2018 Frauen, nachdem man so gekämpft hat für mehr Freiheit für Frauen, dass Frauen im gesellschaftlichen und kulturellen Leben gleichberechtigt teilnehmen können, dass man sich jetzt plötzlich nur mehr in männlicher Begleitung oder bewaffnet auf die Straße trauen kann. Also ich denke, das geht nicht. Wir wollen uns frei bewegen können und ich wünsche allen Frauen heute einen schönen Tag der Frau und allen Männern viel Gelassenheit.